Paris, die Stadt der Lichter und der Freiheit. Täglich genießen Tausende von Besuchern den Ausblick vom Eiffelturm. Schon vor ungefähr 100 Jahren drängelten sich genau hier Millionen sensationsgieriger Schaulustiger. Und auch in Lyon, Turin, London, Hamburg, Brüssel, Chicago oder Genf begafften über 400 Millionen Europäer und Amerikaner eine Sensation. Menschen, die man als Wilde abqualifizierte und in regelrechten Zoos zur Schau stellte. Die Ironie der Geschichte will es, dass die Grundmauern des zukünftigen Museums für primitive Kunst auf einem der damaligen Schauplätze dieser rassistischen Massenbelustigung errichtet wurden. Allerersten, damals äußerst seltenen Bilder von Afrikanern in Europa enthüllen einen Teil dieser beschämenden Geschichte. Der Film mit dem Originaltitel Bagnat de Nègre wurde 1896 von den Gebrüdern Lumière im Jardin d'Acclimatation in Paris gedreht. Im Jahr zuvor konnte man dieses Schauspiel zu Füßen des Eiffelturms bewundern. Was machten Schwarze mit ihren barbusigen Frauen in Paris? Das war exotisch. Um das Ganze noch interessanter zu machen, ließ man Kinder auf Einbäumen herumfahren. Man konnte Münzen ins Wasser werfen und die kleinen Schwarzen tauchten danach. Das sind die ersten Fotos, die ich von der völkerkundlichen Ausstellung über Westafrika von 1895 auf dem Champ de Mars gekauft habe. Hier erkennt man deutlich die Gebäude des Quai Branly. Dieses Bild verdeutlicht die außergewöhnliche, fast surrealistische Atmosphäre. Sie stehen in der Savanne und hinter ihnen erhebt sich der Eiffelturm. Reisen Sie, ohne von zu Hause fortzugehen. Die Wilden kommen direkt zu Ihnen. Sehen Sie sich diese außergewöhnlichen Eingeborenen aus Dahomey an. Echte Amazonen. Davon kann man nur träumen. Sie hatten Kostüme an, die überhaupt nicht authentisch waren. Bühnenkleider. Aber das wussten die Leute nicht. Man holte nicht nur Schwarze, auch Lappländer und Lilliputaner. Dann gab es die bärtige Frau, die sich zur Schau stellte. Man musste die Leute verblüffen. Für sie war das alles bizarr. Und besonders pikant fand man natürlich, dass die Mädchen entblößte Brüste hatten. Das Fremde. Das Fremde ist immer unheimlich. Sehen Sie sich die Schönheit dieser Menschen an. Sie lächeln alle. Das ist eine Truppe von Hagenbeck, Kommerzienrat Karl Hagenbeck, einem Tierimporteur. Er belieferte alle damals in der Blütezeit, als die meisten deutschen, englischen und französischen Zoos entstanden. Am Ende wurde Hagenbeck vom Erfolg buchstäblich überrollt. Bald importierte er mehr Menschen als Tiere. Millionen von Schaulustigen kamen und das brachte sehr viel Geld ein. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war St. Pauli ein Unterhaltungsviertel, in dem es eine Reihe von Theatern, Cafés, Panoptiken, Kabaretts gab, das Vergnügungsviertel vor den Toren Hamburgs. Heute ist daraus der bekannte Rotlichtdistrikt St. Pauli geworden. Es ist kein Zufall, dass in diesem Zentrum des Amüsements und auch der Naturalien Kabinette die Firma Karl Hagenbeck ihre Geschäftsstelle hatte. Von hier aus wurde der Tierhandel betrieben. Hier befand sich auch die Hagenbecksche Menagerie. Die Geschichte des Hauses Hagenbeck begann 1848 auf Hamburg St. Pauli. Mein Ururgroßvater war Fischhändler und er hat den Tierhandel nebenbei betrieben. Eines Tages hatte er einen größeren Transport von Rentieren aus Lappland. Und es war die Idee des Malers Heinrich Leutemann, eine Lappenfamilie zu bitten, diese Rentiere zu begleiten nach Hamburg. Das gab einen Riesenaufstand in Hamburg.
als die Lappen hier ankamen, in ihren traditionellen Kostümen. Und das war der Beginn der Völkerschauen. Dies ist die erste Geschäftskarte der Firma Karl Hagenbeck. Das Publikum war begeistert. Es lobte vor allen Dingen die Natürlichkeit oder das, was es dafür hielt, was es so empfand, des Gezeigten. Es sollte dem europäischen Publikum demonstriert werden, wie man dort mit raffinierten Methoden die Tiere jagte und fing, die danach in die Hagenbecksche Menagerie nach Hamburg geliefert wurden. Hinter dieser Mauer befindet sich das Gelände, auf dem der Hof des Gebäudes am Pferdemarkt 13 lag. Nach dem Umzug 1874 wurde hier Karl Hagenbecks Tierpark eröffnet und man muss sich das Gelände voller Käfige vorstellen, die die Handelsmenagerie beherbergten. Von hier aus nahmen auch die ersten Völkerschauen ihren Ausgang. 1874 geplant und 1875 eröffnet, war auf diesem Gelände die erste Lappländer-Völkerschau zu sehen. Dort, wo heute Kinder spielen, nahmen auch die weiteren Völkerschauen der nächsten Jahre ihren Ausgang und gingen von hier aus auf Tournee durch Deutschland oder sogar durch ganz Mitteleuropa. Wie schon der Amerikaner Barnum mit seinem Monsterzirkus werden auch diese anthropologisch-zoologischen Schauen sehr schnell weltweit Erfolg haben. Davon war Karl Hagenbeck überzeugt. Dutzende von Agenten grasten den Pazifik, Asien, Südamerika und vor allem Afrika ab, auf der Suche nach immer exotischeren Völkern, die besonders wild oder fremdartig wirkten. Hunderte von Truppen mit insgesamt mehreren tausend Männern, Frauen und Kindern wurden nach Europa und in die USA verfrachtet und in Zoos, im Zirkus, auf Ausstellungen, Messen und in Bühnen der Nachtlokale und Varieté-Theater ausgestellt. Wussten diese Menschen, dass sie dazu dienen würden, den Gruselfantasien der weißen Gestalt zu verleihen? Einer der ersten Kunden Hagenbecks war Geoffrey Saint-Hilaire, der Direktor des Jardin d'Acclimatation in Paris. Während der Belagerung der Hauptstadt 1870 waren die Tiere seines Zoos dem Hunger zum Opfer gefallen. Nun war er auf der Suche nach neuen Attraktionen, um sein Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Der Erfolg der völkerkundlichen Ausstellungen im Zoologischen Garten im Jardin d'Acclimatation beruht auf mehreren Faktoren. Die Öffentlichkeit gierte nach Attraktionen, nach Neuheiten und nach Wissen. Sich hier im Zoo die Unterschiede aus nächster Nähe zu betrachten, bedeutete gleichzeitig, sich weiterzubilden. Die Experten hatten recht. Schon zur ersten völkerkundlichen Ausstellung, die der Nubia 1877, kamen auch die Mitglieder der Anthropologischen Gesellschaft von Paris, um die hier zur Verfügung stehenden Exemplare zu studieren. Im 19. Jahrhundert fand eine Revolutionierung des wissenschaftlichen Denkens statt. Es war die Zeit des Positivismus. Man wollte über alles ein Maximum an Informationen sammeln. Information, das bedeutete Wissen und damit Macht. Die Anthropologen stürzten sich also auf dieses unermessliche Reservoir an Informationen über andere Völker, die man damals noch andere Rassen nannte. Sie wollten sich neues Wissen aneignen, aber es ging ihnen auch um das selbstherrliche Gefühl, die anderen beherrschen zu können. Man war dabei, die Anthropologie weiterzuentwickeln, eine Klassifizierung einzuführen. Erschreckend ist nur, dass es für die Anthropologen und vor allem für die breite Bevölkerung offensichtlich genügte, diese in Anführungsstrichen anderen Rassen hinter Gittern zu sehen, um sie in der Hierarchie ganz unten anzusiedeln. Da bedurfte es keiner Erklärungen mehr. Wenn man vor einem Käfig steht und die darin eingesperrten Menschen betrachtet, auch wenn es manchmal nur symbolische Käfige sind, begreift man sofort, auf welcher Seite Macht und Wissen zu finden sind.